Hallo liebe Wanderfreunde, ich bin Manfred und bei diesem herrlichen Wetter natürlich wieder unterwegs. Ich bin heute unterwegs im Staatsforst Reut-Littert. Ein schönes kleines Waldgebiet mit unterschiedlichsten Wegen, einigen Sachen, die man dort entdecken kann. Die Tour geht ungefähr um die 12 Kilometer. Was Nettes für einen Sonntagvormittag. Der Staatsforst Reut-Littert ist ein Naturschutzgebiet, liegt zwischen Reut und Neukirchen-Flühen und umfasst eine Fläche von ungefähr 145 Hektar. Es handelt sich hier um ein geschlossenes Laubmischwaldgebiet und wird durch Stieleichen-Hainbuchenwälder geprägt und wir finden nur ganz wenige Nadelhölzer. Bis auf ein kleines Stück im Südwesten wird der Staatsforst durch ein Graben- und Stillwassersystem ehemaliger Torfkuhlen umgeben. Und damit wird es auch abgegrenzt von den landwirtschaftlich genutzten Feldern rundherum. Da geht es in den Staatsforst hinein, rechts davon der kleine Parkplatz. Ich wende mich aber erstmal ab und gehe in die andere Richtung, in Richtung Rheiner Straße. Meter an der Rheiner Straße entlang, ist nicht allzu stark befahren und da vorne können wir dann auch gleich schon über die Straße rüber gehen und in ein kleines Waldgebiet abtauchen. So, hier geht es dann auch schon über die Rheiner Straße hinüber. Nach ungefähr 4 Kilometern taucht dann das Schloss Blömersheim auf. Dazu gehört auch die Obstplantagen, an denen man schon vorbeigekommen ist. Und das Gebäude selber oder das Anwesen wird auch als Reitstall genutzt. Die andere Seite des Hofes wird innen drin als Reitstall benutzt, darf man leider nicht hinein. Ein Schloss mit einer Zugbrücke. Und da hinten fängt dann der landwirtschaftliche Betrieb an mit den Obstplantagen. Nach dem Schloss geht es dann noch über diese wunderschöne Allee.
vorbei an diesem schönen Gehöft Richtung Hochkamer Straße. Wo wir dann auch in ein uriges Stückchen Wald eintauchen. Hier an dieser Stelle geht es durch eine kleine Matschkuhle. Und auf der anderen Seite muss man sich seinen Weg suchen, denn unter dem ganzen Laub ist er teilweise kaum zu erkennen. Aber immer ungefähr in diese Richtung. Da vorne ist dann auch schon gleich wieder ein Hauptweg. Das sieht irgendwie nach Frühjahrsmüdigkeit aus. Nach ungefähr der Hälfte der Strecke kommen wir hier an eine Rechts-Links-Kombination. Da vorne an den Wegweisern geht es nach links. Wenn wir uns hier allerdings nach links direkt wenden, ist am Ende der Straße ein Restaurant mit Biergarten und Wintergarten und einer doch recht guten Speisekarte. Gleich gegenüber dem Restaurant gibt es einen sehr idyllischen Teich. Und wenn man jetzt ganz genau hinsieht, sieht man hinter dem Schwan auf dem Wasser auch noch einen weiteren Schwan im Wald. Vermutlich basteln sich die Tiere dort gerade ein Nest. Nach der Rechts-Links-Kombination kommen wir über ein Wehr, wo das Wasser von der Eintorfkuhle in die Nesse fließt. Eine wirklich wunderschöne Ecke für ein Ferienhaus. Diese Anlage hier läuft wohl vollautomatisch und baggert Laub, Zweige und anderes Zeug, was das Wasser so mit sich führt, aus den Kanälen. So, an dieser Stelle geht es jetzt tatsächlich in den Staatsforst hinein. Die Wege hier im Staatsforst sind alle weitestgehend naturbelassen, angefangen von breiten Wegen, etwas schmaleren Wegen, die sich durch den Wald schlängeln, Wege, die kaum noch zu erkennen sind. Bis hin zu Trampelpfaden. Irgendwann taucht dann dieses nette Anwesen auf und das, was man hier an der Seeseite sieht, ist nur die Terrassenfront.
Hier beginnt jetzt ein besonderes Stück Wald, denn diese Naturzelle hier wird sich komplett selbst überlassen. Kein Mensch greift hier mehr ein, sodass sich der Wald entwickeln kann, wie es die Natur vorherbestimmt hat. Dementsprechend unordentlich sieht das hier natürlich aus. Einfach schön. Und der Specht ist auch da. Irgendwo da treibt er sein Unwesen. Und ab hier wird der Weg dann zum schmalen Trampelpfad, den man teilweise unter dem Laub im Gebüsch kaum erkennen kann. Und wie im richtigen Leben legt sich manchmal jemand quer. Mit diesem schönen Bild möchte ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und natürlich auch die Tour. Und bis bald, euer Manfred.